Oh, Canada! Was für ein Rennen war das bitte letzten Sonntag? Also, das ging ja schon komplett crazy los im Qualifying. Zuerst haben fast alles vercheckt, dass man sofort hätte rausfahren sollen, weil es tatsächlich geregnet hat zu Beginn des Qualifyings. Die erste Runde war eigentlich ganz gut, habe aber die nicht zu Ende fahren können, weil mir leider der Henny im Weg stand und ich dann die Runde deswegen abbrechen musste, was sehr schade ist. Also habe ich eine Runde hinten dran gehängt, 13-3. Das hat mir mehr abverlangt als alles andere, um ehrlich zu sein, und es hat tatsächlich dann für Q2 gereicht. Während Q1 hat es dann tatsächlich so stark geregnet, dass nur noch Intermediates brauchbar waren. Und das hat sich in Q2 halt weiter fortgesetzt, wurde schlimmer und schlimmer und schlimmer. Ich war froh, dass ich halt meine Zeit gesetzt habe und damit relativ weit oben stand. Hab dann geguckt, okay, kann man vielleicht nochmal rausfahren, aber nee. In Q3 haben dann Kuro und ich extrem geschwitzt, was das restliche Qualifying angeht. Wir hatten zwei neue Fahrer, die uns ein bisschen Druck gemacht haben. Wir hatten aber auch unsere altbekannten Williams-Gruppe direkt im Nacken. Ich habe alles gegeben, was halt möglich war, bin relativ spät tatsächlich für meinen finalen Run rausgefahren. Währenddessen Kuro tatsächlich so anderthalb Minuten vorher rausgefahren ist, somit kann er keine vernünftige Zeit setzen, beziehungsweise halt von der guten Strecke kann er am wenigsten profitieren, was ihm leider nur den vierten Platz beschert hat, aber ich habe es dann doch irgendwie noch geschafft, halt mich auf Pole Position zu qualifizieren. Hinter mir dann halt die beiden Williams und Kuro nimmt die dann ganz gediegen ins Sandwich. Der Start war hingegen kein großes Krimi, eigentlich sehr, sehr solide. Ich bin gut weggekommen, die beiden Williams sind nicht ganz so prima gestartet, wodurch ich schon ganz einfach in die erste Kurve einfahren konnte, ohne befürchten zu müssen, einen Angriff abzuwehren. Ja, dann waren die auch quasi weg. Denn, und das war das große Thema, wer fährt Low Downforce und wer fährt High Downforce? Ich habe mich für ein High Downforce Setup entschieden, weil nun mal die Kurven, die es auf dieser Strecke tatsächlich mal gibt, die sind sehr relevant, wenn es darum geht, Rundenzeiten zu bekommen. Und ein bisschen mehr Flüge kann tatsächlich schon mal so ein Zehntel ausmachen. Und deswegen lieber auf die Topspeed, auf den Granden verzichten und dafür halt in den Kurven komplett wegfahren. Das hat tatsächlich auch funktioniert. Tom hat sich offenbar für ein Low-Downforce-Setup entschieden und deswegen bin ich ihm quasi mehr oder weniger davongefahren. Es hat zwar ein bisschen gedauert, wir hatten zwischendurch auch einen Virtual Safety Car, weil ein Alfa Romeo irgendwo quer stand, aber schlussendlich habe ich es dann doch geschafft und habe mich von Tom absetzen können. Ja, und während ich alleine meine Kreise gezogen habe, hat Kuro darum gekämpft, einen Doppelsieg für uns auszufahren. Zuerst hatte er Showstopper überholt und dann Runde 7 gab es einen Unfall, in dem Kuro leider involviert war, einen Flügelschaden sich zugezogen hat. Allerdings der schwerste Verlust war dann für Williams, Showstopper ausgefallen. Das anschließende Virtual Safety Car hat leider nicht lang genug gehalten, um halt Boxenstopp technisch ein bisschen davon zu profitieren, also mussten wir unter Renntempo dann den Boxenstopp erledigen. Und was passiert, kurz nachdem Kuro aus der Box rausgefahren ist, auf PC zurückgefallen ist? Richtig, Henry fällt aus und ein richtiges Safety Car kommt raus. Wir waren ein bisschen mad. Natürlich habe ich sofort meinen Boxenstopp gemacht und habe anstatt der Medium-Reifen tatsächlich Soft-Reifen aufgezogen bekommen. Ich war mir sicher, dass ich die Medium-Reifen ausgewählt habe, weil ich ursprünglich eine Medium-Medium-Soft-Strategie fahren wollte, weil die weißen sind absolut Dogshit, zumindest so unter Traktionskontrolle. Auf jeden Fall, alle anderen sind natürlich hinter mir auch in die Box gegangen. Das heißt, dass der gute Kuro auf einmal wieder vorne mit dabei war. Der Restart war vollkommen in Ordnung. Ich habe Kuro gesagt, wann wir beschleunigen und es hat ganz gut funktioniert. Ich konnte mich sofort von Tom absetzen. Kuro leider keinen Angriff gegen den Mercedes starten können, aber auch keinen Platz verloren. Von daher vollkommen in Ordnung. Nicht mal zwei Runden später gab es dann das nächste Safety Car. Tomatenmark ist leider abgeflogen und somit mal wieder ein paar Runden hinter Bernd herfahren. Der zweite Restart war dann nochmal ein Stückchen besser. Nicht, weil ich besser beschleunigt habe oder weil wir den Platz gut gemacht haben. Nee, weil der Mercedes auf einmal von out of nowhere kam und meinte, ja, ich bette jetzt gegen Tom in der ersten Kurve. Das habe ich natürlich vollkommen ausgenutzt und bin schneller weggefahren, als ich mit dem hohen Downforce-Setup ohnehin schon hinkriegen würde. Die nachfolgenden Runden waren relativ einsam da vorne.
Tom hat halt keine Chance, weil ich halt in den Kurven so viel mehr Zeit raushole. Auch wenn er auf den Geraden mir 2 Zehntel abnimmt, pro Gerade gefühlt, reicht das trotzdem nicht, weil ich 2 Kurven brauche, um den Vorsprung wieder reinzuholen, den ich halt durch die Gerade verloren habe. Ja, und somit bin ich dann Runde 22 war das, glaube ich, relativ entspannt in die Box gefahren, habe dann nochmal frische Softreifen aufgezogen und ganz, ganz bequem dann wieder rausgefahren. Okay, das war maximal gelogen. Ich musste ERS einsetzen, um vor Dropback und Handy rauszukommen, weil die waren auf harten Reifen. Und wenn du hinter harten Reifen herfährst, der Gegner ist einfach mal ein Klotz auf der Strecke. Wenn du nicht die Möglichkeit hast, auf einer der Geraden zu überholen, dann verlierst du ultra viel Zeit dahinter. Von daher war es sehr, sehr wichtig für mich, da vorbeizukommen. In meiner Outlap habe ich dann deutlich Zeit gewonnen, ganze 3 Sekunden. Und das, was passiert wäre, hätte ich nicht sonderlich viel Gas gegeben beim Rausfahren aus der Box, ist nämlich den anderen passiert, weil die jetzt alle hinter Dropback und Handy herfahren müssen. Und zusätzlich bekriegen sie sich grundsätzlich noch um die Position Nummer 2. Also alles sehr eng dort. Und dann ist die letzte Runde vorbei. Ich gewinne den großen Preis von Kanada, hole die schnellste Rennrunde und Pole Position. Das heißt, ich hole die maximale Punktausbeutung, die ich fürs Team holen kann. 31 Punkte insgesamt. Aber wer wird jetzt Platz 2? Yeah! Alter! Geiler Job! Geiler Job! Geiler Job! Yes! Wahnsinnig gut! Doppelsieg Nummer 2! Und drittes Doppelpodium. Ich komme nicht klar. Oh. Kuro hat's tatsächlich hingekriegt. Doppelsieg für AlphaTauri. Der 2. Doppelsieg in dieser Saison nach Japan. Ich bin so stolz auf Kuro. Wir haben ein unglaublich gutes Resultat erzielt. Nicht die maximalen Punkte, aber annähernd maximale Punkte. Und damit sind wir mal ebenso über 140 Punkte vor allen anderen. Fühlt sich so ein bisschen illegal an, wenn ich ehrlich bin. Illegal fühlt sich auch die Fahrerweltmeisterschaft an. Ich führe mit 36 Punkten vor Tom. Man darf das aber nie so hochschätzen, weil ein Ausfall, er gewinnt ein Grand Prix und wir sind fast punktgleich. Also, das ist nicht so viel, wie es im ersten Moment ausschaut. Kuro hat es geschafft, sich vor Sascha schieben zu können, der an dem Grand Prix halt leider nicht teilgenommen hat. Somit ist gerade Position 1 und Position 3 in der Fahrerweltmeisterschaft von AlphaTauri-Piloten belegt. Ihr Ficker! Ja, dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Tschüss.